Aber. Und ich habe mich auch tatsächlich ein bisschen abgewandt. Was mir auch aufgefallen ist. Achso, nee, bevor ich jetzt weiter erzähle, bevor ich jetzt was anderes anfange, was ich nur sagen wollte. Nee, aber wie gesagt, bei Splitgate ist es halt einfach, da ist einfach die Luft dann raus. Ich weiß nicht warum, ich habe auch irgendwie mittlerweile jetzt keinen Bock, das wieder irgendwie mal zu starten oder so. Ich habe letztens noch eine Runde gespielt mit einem Freund, aber so 3 Runden und dann war es das auch. Es macht immer noch Bock, aber irgendwie so fesselt es mich nicht mehr. So, Punkt, Ende aus. Da ist das Thema zu Ende. So, fange ich jetzt ein neues an. Genau. Was wollte ich sagen? Ich habe mich mittlerweile auch so ein bisschen abgewandt, möchte ich sagen, von Multiplayer-Games. Also nicht mehr so. Ja, ist ja mal nicht ganz Multiplayer-Games, aber so. Zum Beispiel Online-Shooter. Sowas bin ich jetzt nicht mehr so. Was ich irgendwie. Weißt du, so. Call of Duty war ich früher ein bisschen mehr gehypter drüber oder auch ein Battlefield im Multiplayer muss ich jetzt nicht mehr so haben? Weiß ich nicht. Vielleicht werde ich auch so langsam zu alt dafür. Zu alt. Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann es. Ich weiß es nicht. Also da habe ich mich ein bisschen abgewandt. Andere Multiplayer-Games vielleicht. Schon mal so ein Dead by Daylight oder vielleicht zusammen im Koop so ein Green Hell oder ja, so ein Couch-Koop, so ein Mario Kart, aber ist jetzt kein Online, wir waren ja beim Online-Gaming, Entschuldigung. Aber so Mario Kart Online würde ich vielleicht auch spielen, wenn ich die Mitgliedschaft hätte, die aber für mich, glaube ich, sich nicht lohnen würde. Aber was wollte ich gesagt haben? Da ist bei mir irgendwie die Luft raus. Weiß nicht warum. Keine Ahnung. Das war früher noch ein bisschen mehr da. Keine Ahnung, woran das liegt. Also, was da der Grund ist. Keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen. So, wir haben einiges. Holy shit, aber dieses Schwefelerz leider haben wir noch nicht so viel gesammelt. Das ist ja da in der Mine. Da oben ist nochmal Kupfermine. Waren wir da schon gewesen? Glaube ja, ne? Kupfer und Schwefel. Und hier ist es viel entspannter rumzulaufen. Kaum Cox hier, die uns hier auf die Nerven gehen. Supi. Ja, das zum Thema Multiplayer und generell so Spiele mal. So angekratzt. Gut, ich lager mal eben ein. Das wird sowieso zu viel sein. Wir haben eh kaum Platz, glaube ich. So, dann das Kupfererz ist hier. Ja, guck mal, einer ist voll. Ha, einer ist ganz voll. Oh, und wir haben immer noch. Holy Jesus. Wir können das mal hier reinpacken. Denn wir wollen ja quasi diese Barren und so ein Kram herstellen, ne? Dafür brauchen wir ja das Kupfererz. War richtig, ne? Kupfererz, genau. Mal gucken, 2 Minuten oder knapp 3 Minuten. Ich fahre mal unter Tage. Denn ich würde jetzt mal ein paar Barren herstellen und die in so einem extra Dings reinpacken, weißt du? So ein extra Schrank. Das war so ein bisschen so diese Ressourcen. Die Barren brauchen wir wirklich für viel. Ne? So, hallo? Finde ich immer noch cool. Ich weiß nicht warum. Mag ich. So. Genau, weil ich sag mal, Kupferbarren. Schwarzpulver, genau, wird von Schwefelerz. Schwefelerz brauchen wir auch ganz viel, um halt Schwarzpulver auch herzustellen. Und Kupferschrott. Wofür brauchen wir denn Kupferschrott? Da möchte ich jetzt einmal mal nachgucken. Wofür brauchen wir Kupferschrott hier? Nicht, das ist halt die Research Table. Ah, okay, Spitzhacke. Nur die Spitzhacke wird aus Kupferschrott hergestellt? Ernsthaft? Guck gerade mal. Ein Bett, ja, weiß ich nicht. Also ich sehe hier kein irgendwie Kupferschrott, was wir wirklich brauchen.
Kultur, ja, schön. Modul. Komponenten, Munition. Okay. Was wollt ihr jetzt geguckt haben? Ich wollte mal schauen. Wir sollen das ja auf 3 bringen, ne? Das ist... Das müsste die Produktion sein, ne? Ja, das ist Anfangsproduktion aufwerten. Das heißt, wir müssen hier... Hier müssen wir quasi Stufe... Da, hier Stufe 2. Hier ist auf jeden Fall Stufe 2. Verstehe. Da müssen wir uns nochmal ein bisschen mit befassen demnächst. Aber diese Kupferschrott... 2x Barren. Dienst zur Herstellung von Basiskomponenten. Gegenstände im Frachtraum, 1x Kupferschrott. Oh, wir haben 13. Aber was stellt der jetzt her? Frage ich mich. Was hat er jetzt hergestellt? Barren? Hat der Barren damit hergestellt? 2x Kupferschrott ergibt 2 Barren. Ah, doch, tatsächlich. Lol. Das heißt, wir können ja... Ach so, ja, Moment. Dann ist das doch noch schöner, wie ich sagen wollte. Überleg mal, was wir alles bauen können. Haha. Das heißt, wir können jetzt erstmal ohne Ende Kupferbarren und so ein Kram. Das ist ja schön, die wir ja sowieso immer brauchen. Dann machen wir das doch mal. So. Ich weiß nicht, wie viel wir haben, ob das passt. Keine Ahnung. Es wird immer mehr. So. Gucken wir mal. Ich nehme die mal mit. Okay, wir haben sogar noch. Ja, stellen wir noch mal ein paar her. So. Okay, wir haben immer noch. Holy shit. Da haben wir ja ordentlich gesammelt, ne? Gut, dann stellen wir davon mal ein paar Barren her, würde ich sagen. So. Ich wünsche mir noch so ein Knöpfchen, wo man auswählen kann, wie viel man herstellen möchte. Das dürfte auf jeden Fall reichen. Glaube ich zumindest. So. Okay, wir haben noch 9x Kupferschrott. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das war's. So. Alter. Alter Schwede. So, den würde ich natürlich gleich direkt in... Hatten wir nicht ein Schränkchen hier? Mir war so, als hätten wir da einen Schrank hingebaut. Kuh? Hallo? Da oben kann ich keinen Schrank hinbauen? Weil, warum? Hä, ging das nicht beim letzten Mal? Oder packe ich das hier unten hin? Weil wir ja eh im Frachtraum immer irgendwelche Barren brauchen oder so, dass man die da reinpacken kann. Würde ich jetzt mal so machen, oder? Wie viel haben wir denn? Aber das ist nur 20er-Stacks, ist natürlich auch blöd. Aber egal. So, wir haben sogar noch ein Schränkchen. Finde ich super. Da wir ja noch ein bisschen was benötigen. Hier haben wir auch noch einen Schrank, der leer ist. So, Waffenkupferteile. Das heißt, wir haben hier oben schon mal den Kupferschrott schon mal raus. Das ist schon mal supi. So, und wir haben natürlich ja immer noch... hier, ne? Auch nochmal für Kupferbarren, die wir herstellen können. Das heißt, wir können jetzt hier Schwefelpulver herstellen. Kupfererz. Ich würde das Kupfererz, was hier drin ist, einfach mal verbrauchen und auch nochmal ein paar Barren herstellen. Okay, 7x haben wir noch. So, müsste, genau, jetzt können wir es nicht mehr herstellen. Alles klar, jetzt macht es natürlich ein bisschen Sinn. So, 33 nehme ich mit, packe ich direkt hier rein.
Wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal so einen Grundstandard irgendwie haben. So, Schwefelerz, damit stellen wir Schwefelpulver her. Kohle bleibt drin. Die Kupferschrauben und den ganzen Krempel, das packe ich erstmal nochmal raus. Das packen wir mal hier hin. So. Dass wir so diese Grundversorgung haben. Verstehst du? Dass wir das irgendwie... So. Barren da rein. Alter, Ehre. Ehre einfach. So, wir brauchen dafür... Lass mal gucken. Schwefelerz. Jupp. Haben wir nicht so viel? Ja, doch, wir haben einiges. Mach ich alles? Ich mache alles. Mehr können wir ja erstmal damit nicht machen. Aber Schwefelerz brauchen wir ja auch. So. Okay. 141 Schwefelerz. Knallen wir direkt mal hier rein. Kann ich irgendwie mehr machen oder so? Geht das irgendwie? Dass ich direkt sage irgendwie... Warte mal. Ach, ausmachen und dann anmachen. Mein Finger tut schon weh. So, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt da rauskriegen. Ob das passt, keine Ahnung. Schauen wir mal. Könnte ja sein, dass wir noch ein paar mehr machen müssen, ne? Ja, ich glaube, das ist noch zu wenig. So. Dann können wir nämlich gleich erstmal direkt Schwarzpulver oder Schwefelpulver. Das wird ja aus dem hergestellt, ne? Schwefelpulver brauchen wir ja zwischendurch auch mal extra für andere Sachen, ne? Ich guck mal eben. Lass mal eben schauen. Kupferbarren, 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 Kupferbarren. Kupferbarren, Kupferbarren, Kupferbarren. Schwarzpulver. Genau, dafür brauchen wir komplett Schwarzpulver. Das Schwefelpulver brauchten wir. Brauchten wir das nochmal für irgendwelche anderen Sachen? Gerade mal. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube nicht, ne? So, was haben wir denn? Haben wir schon erreicht das Limit? Nee, 20 haben wir noch. Da geht doch noch ein bisschen was. Und das dürfte jetzt, glaube ich, zu viel sein, ne? Jo, 144. Das löschen wir direkt mal. Und dann können wir theoretischerweise jetzt auch direkt Schwarzpulver machen. Schauen wir mal, wie viel wir da rauskriegen von. So. Es füllt sich langsam, das ist sehr schön. Genau, Eisenerz, damit können wir ja, glaube ich, Eisenerzklamotten machen, ne? Aber nicht hier, glaube ich. Kupfer, Eisen, Titanium, Barren. Ich glaube, hier oben kommt noch was anderes, bin mir nicht sicher. Wir hatten mit F1, glaube ich. War F1? Items, Barren. Ah, hier, guck mal. Dient zur Herstellung und Basiskomponenten. Das haben wir jetzt bekommen, Stufe 1. Barren, Stufe 1. Barren, Stufe 2 mit Kristalle. Ach du Heiliger. Gott, oh Gott, oh Gott. Erze aus dem ersten Bereich. Gut, klar, natürlich. Mhm. Kohle. Aus dem zweiten Bereich Eisenschrott. Komponente. Kupferplatten. Kupferbarren. Module Aufwertung. Module Erstellung von... Okay. Ja. Hier. Kupferkühler. Wird für Herstellung komplexer Geräte verwendet. Okay. Kupferdraht, holy shit. Aber das haben wir doch noch gar nicht, oder? Also ich wüsste nicht, dass wir das Standardproduktion aufwerten. Das müsste hier sein, ne? Produktion, hier Produktionstechnologie aufwerten. Das wäre hier Stufe 2. Okay. Gut. Haben wir Limit erreicht? Nein, da ist doch noch ein bisschen Platz. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was, oder? Ja, da geht noch ein bisschen. Kohle wird so langsam dünne. Ich würde mal so einen Stack 20 da reinpacken. So, dass wir vielleicht auf 100 kommen. So, es geht immer noch was. Alter Schwede, wie viel Schwarzpulver wir gleich haben, ne? So, jetzt aber. Ja, das wird reichen. So, dann haben wir genug Schwarzpulver. Dann können wir aus... Also wir haben die Barren, wir haben Schwarzpulver. Nice. Nehme ich direkt raus. Uff,
Ich glaube, das passt gar nicht. Ich glaube, das passt gar nicht Okay, die können wir alle löschen. Das passt, glaube ich, gar nicht irgendwo in so einem Dings rein, ne? Wie viel Munition haben wir eigentlich noch? Ja, das passt. Pistolenmunition und so ein Kram haben wir eigentlich genug gebaut. Wo packe ich das denn rein? Das ist eine gute Frage, ne? Was haben wir hier drin? Ach so. Haben wir noch irgendwo Platz? Wo packe ich das denn rein? Hier vielleicht erstmal. So. Gut, dann nennen wir das mal um. Dann machen wir hier mal eben... genau, hier. Zack. So, Schwarzpulver. Hat sich jetzt geändert. Gut, was brauchen wir denn sonst noch zwischendurch immer für Ressourcen? Was haben wir denn oben noch für eine Ressource jetzt? Kohle, Eisenerz haben wir noch, ne? Barren haben wir jetzt gebaut. Eisenerz. Brauchen wir Eisenerz, glaube ich, nur noch für das Neue, ne? Ja, für die Eisenbarren. Genau, okay. Stufe 2. Wir müssen jetzt auf jeden Fall aufwerten. Das ist jetzt unsere nächste Mission. Aber wir haben jetzt durch die Barren können wir quasi unseren Frachtraum füllen. Und dann können wir erstmal unendlich Sachen bauen, die wir brauchen. Wir füllen quasi einfach nur hier immer die Barren rein. Und dann können wir eigentlich hier schon direkt loslegen, ne? Ja, dann können wir nämlich die Komponenten bauen, die wir brauchen. Ich würde mal so ein Viertel da reinpacken. So einen Monat 20 Barren erstmal. Wir können ja immer noch welche bauen, ne? Muss man ja auch noch sagen. Weil wir ja noch Reserven haben. Und so, das heißt also, wir brauchen die Produktionstechnologie 2. Die hier. Da brauchen wir ein Produktionsmodul Stufe 2. Haben wir das? Produktionsmodul Stufe 1? Hier. Zerstörtes. Kann ich das erforschen? Geht das? Kann ich das einfach hier reinpacken? Dann kann ich hier... Null verfügbar, okay. Wie forsche ich das denn? Das war Dings, das war Werkbank. Nein, wollte ich gar nicht. Ich speichere mal eben. Wie konnte man das denn nochmal erforschen? 9 Stück habe ich davon. Aber die ist ja zerstört. Blaupausen. Standardforschung aufwerten. Ach hier, guck mal, Forschungsmodul. Hiermit wickelt man die... Ah, stimmt, das war ja so gewesen, ne? Genau, dann packst du das da rein und dann kannst du hier genau... Nee, doch nicht. Forschungsdatenstufe 1. Ach, das ist ein kaputtes. Kann man das irgendwie reparieren? Kann man das... Kann man, glaube ich, hier nicht... Modul... Das sind diese... Ja, ich bin auch noch nicht so ganz affin mit dieser Sache mit den ganzen Forschungen und so, und den ganzen Kram. Wie das Ganze funktioniert. Hydraulikbauteil. Seltene Komponente wird zur Herstellung von erweiterten Produktionsgeräten verwendet. Holy shit. Was da wohl alles noch kommen mag. Ich bin hin und weg. Also das, ja gut. Aber wir haben eigentlich das geschafft, was ich eigentlich wollte. Denn wir haben... Die Ressourcen, die wir jetzt am meisten benötigen, das ist die Barren, vorerst mal in Hülle und Fülle jetzt auch nicht, aber in einer gewissen Menge. Die packe ich jetzt auch mal in unser Dings rein. Wir haben auf jeden Fall in unserem Frachtraum jetzt erstmal genug Sachen. Genau, 136, 140, Alter, ist schon genug, ne? So, Schredder, den packe ich nach oben. Dann haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Dann kann der Flexi nämlich in der... Ach, hier geht's gar nicht rein. Schade. Dann kann der Flexi nämlich in der Zukunft... weil ich würde jetzt langsam zum Ende kommen. In der Zukunft nämlich mal schauen, dass er das irgendwie hier geregelt kriegt. Dann guck mal, dass du auf der zweiten Seite der Weltkarte da... mal ein bisschen Rang und Ordnung hältst und schaffst und dich mal hier ein bisschen bemühst, mal ein bisschen Content, ne? Bisschen hier weiterforschen. Ich habe jetzt hier schön aufgeräumt. Ich hoffe, du in der Zukunft wirst mir das danken und würde sagen, ja, erstmal vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Cox Granit, bei Vulcanoids und ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.